Hallihallöchen, Leute, willkommen zum 36. Part von Mario Luigi Superstar Saga. Ja, im letzten Part haben wir die Grillruine beendet und haben gemerkt, dass Luigi wieder Luigi ist und Mario hier oben ist. Und das haben wir uns gekriegt und haben erfahren, dass Duke Miller Bowser irgendwie unter Kontrolle hat. Ja, und deswegen gehen wir jetzt nach oben und speichern aber erstmal. So, speichern. Speichern, habe ich gesagt. Little Toadtown. Botschaft. Plaps. Gut, dann da rein. Oh. Oh, Manu. So, Mario. Mario, Peach! Mario, Luigi, was für ein Schock für mich und für das ganze Land. Das kostet mich wieder ein paar Jahre meines Lebens. Majestät! Bowser, nein, Luke Miller, nein, Bowser Miller hat eine Nachricht für uns. Auf dem Gameboy. Hehehehe, so leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Und da diese Nachricht nicht wiederholt wird, hört ihr besser ganz genau zu, verstanden? Wenn ihr Prinzessin Peach so unversehrt zurückhaben wollt. Sammelt die vier Teile der Sternbohne und bringt sie mir. Wenn ihr die vier Teile alle habt, melde ich mich wieder. Ich habe es ja geahnt. Diesmal hat sie uns kalt erwischt. Pech für uns. Zunächst einmal sollten wir die Teile der Sternbohne einsammeln. Wir haben eine grobe Vorstellung davon, wo die Teile der Sternbohne gelandet sind. Die Abschlussstellen der Sternbodenfragmente sind markiert. Wer wird die Fragmente erfinden? Mario, Luigi, werdet ihr es sein, nur komme ich euch zuvor. Ich setze 999 Pilzmünzen auf meinen eigenen Sieg. Hey, was gibt es da zu Stich? Der Wettbewerb beginnt. Diese Animation war gerade ein bisschen verstört. Mario, Luigi, viel Erfolg. Ich habe das Gefühl, in Goethe werdet ihr rasch die Sternbohnen finden. Ich empfehle, dass ihr erst diese Sternbohnen untersucht. Mein Gefühl trügt mich nur selten. Oh, wieder Mario im Team. Yay. Let's go. Obwohl, vielleicht können wir auch hinten durch. Nee, okay, es sah nur so aus, als wäre da ein Durchgang. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Wie kommen wir da bloß hin? Oh Mann, oh Mann, oh. Das ist eine gute Frage, Mann, Mann. Ich würde irgendwie die Richtung oder so einschlagen, oder? Ah, das sind unsere Gumbanukis hier. Und da kommt noch das zweite.
Und schon wieder hat er uns getroffen. Yay! Da kommt Freude auf! Das kann wieder nichts für mich umwerfen, schätze ich jedenfalls. Feier! Oh, wo war nochmal die nächste Röhren? Ich bin wahrscheinlich schon längst an einer vorbeigelaufen. Wahrscheinlich war direkt am Anfang eine, wo wir rausgekommen sind. Yay! Oh, Münzen! Dankeschön! Let's go! Ich habe keine Ahnung. Vielleicht merkt man's. Ich laufe quasi dämlicherweise durch alle Gegenden, die wir schon kennen. Ich suche eigentlich nur so eine Röhre. Ich weiß, ob Pilzboden reich war, glaube ich, einer an Little Toadtown, aber das ist mir zu langweilig. Ah, da ist einer. Müssen wir hier irgendwie langkommen, oder? Übertäuscht mich das nur. Oh no, nicht mehr Luigi. Ha, warum bin ich? Ach so, ich war ja noch Hammer. Egal. Das war's auf jeden Fall.
Ja, Level Up für Mario. Yay, 5. Dann ab. Das war die Wüste, genau. Brutal wegen Felsen. Okay. Karte. Sie wäre schon fast dran. Stimmt hier oben lang, oder? Dun, 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 dun. Okay. Aber ein paar Leben haben wir, ein paar Münzen haben wir trotzdem gekriegt, das ist schön. Okay. Da oben ist eine. Aha. Mit einem Piratenschiff im Sand. Das war klar. Aha, das Ding ist eben vom Himmel gefallen und gegen die Tür geknallt. Das war wohl dieses Teil hier. Sehe ich auch so. Kannst du glauben, so klein und haut uns die ganze Tür kaputt. Eigentlich vollkommen bizarr. Das kann man wohl sagen. Übrigens, dieses Fragment ist zwar klein, aber es glänzt wie verrückt. Findest du dich auch, wie sollten es wohl euch ins Lager bringen? Das war abzusehen. Das Spiel gibt uns doch nicht einfach so die Bohne. Wo wir hier sind, dieses Schiff ist die in aller Welt bekannte Kichererbse. Die Ladung? Feind damit zwei. Nein, na, das seid ihr geplättet, was? Dann mal speichern. Weil wir haben jetzt mittlerweile Mario wieder. Mario. MS Kichererbse. Eingang. Blups. So. Dann, wie komm ich nur hier runter, hab ich's gesehen. Ob die Kierbse wohl hier wieder sichtlichen wird, oder sind wir dazu denn? Ja, ihr seid doch schon vertrocknet. Im Moment haben wir keine freien Stellen zu besetzen. Komm später wieder. Ah, da ist sie. Hey, das ist das Lager. Da kommt nur rein, wer die Mitglieder aus so einem Schiff hat. Verstanden? Wer die Mitglieder will, muss sich erst an Bord können. Ist nicht mal klar. Achso, okay. So ist das. Also irgendwie ein Minispiel wahrscheinlich. Beliebt von Tag zu Tag immer Ratzef. Die Risse in der Wand werden eigentlich immer größer. Was, du weißt nicht, was Ratzef heißt? Dann liest Ratzef doch einfach mal von hinten. Ah, Mann. Autsch. Der fette Billy im Lager, der hat zu viel Witzwein gebechert. Die Knochen sind ihm fett geworden, jetzt steckt er an der Wand fest. Ob die Kichererbse wohl nie wieder in den See stechen wird, oder sind wir das zu verdammt, in dieser Wüste zu vertrocknen? Okay, jetzt geht's. Das ist für mich zu hart, da muss man zu viel denken. Pah, mit Landeiern hat man nur Ärger auf der Arbeit. Hey, ihr kommt gerade recht, wir suchen dringend Personal. Habt ihr Lust auf einen kleinen Job? Na klar, dann hier lang. Hurra, hurra, ich Bono, wer hier? Schaffe 10 Punkte beim Fassspiel, werde meine Schüler alle sein glücklich. Ihr spielt Fassspiel? Was ist das? Einfach Fass mit gleicher Farbe nach Länge oder Höhe nebeneinander stellen. Erst ich zeigen, dann ihr machen. Okay. Mario nutzen Link und rechts auf Steuerkreuz. Luigi nutzen oben und unten. Beide machen 10 Schritte. Jetzt ihr versucht Fass zu bewegen. Haltet A gedrückt und B drückt down. Haltet down. Und nun mal müsst ihr Fass wieder haltet. A gedrückt und down. Aha. Okay.
Ich verstehe es, glaube ich, nicht so ganz. Na gut. Werden wir jetzt einfach wohl. Schluss mal mit Fastgreif? Ja. Gut. Ja. Gut. Eigentlich mag ich sowas, aber hier ist es irgendwie. Ich weiß nicht. Okay, 2 Punkte. Okay. Da war was. Ich glaube, das Spiel verstehe ich so langsam. So wird ein Shooter aus. Ja, gerne. Also es hat was, aber ist auch ansatzweise schwer.
Ah, verdammt, das ist. Na gut, wir machen zum nächsten Mal weiter. Bis dann. Ciao.